Mein Papa war selber Profi in Polen, später in Deutschland und dadurch wahrscheinlich die Gene geerbt und später dann selber Gas gegeben. Auf den Straßen hier in Polen, später in Deutschland und so ist dann die Leidenschaft entstanden. Ich bin Lukas Podolski, 38 Jahre alt und Fußballspieler. Immer noch, trotz des Alters. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sein Zuhause so einrichtet, jeder nach seinem Geschmack. Einer mag es heller, einer dunkler, einer ist bekloppt und macht aus seiner Wohnung was ganz Beklopptes. Jeder hat da seinen eigenen Geschmack und ich bin zufrieden. Und es ist wichtig, dass man sich als Familie in seinem eigenen Heim wohlfühlt und das natürlich auch mit der Frau abspricht, welche Farben, was macht man, welche Zimmer richtet man ein, dass man nicht irgendwie nach 3 Wochen das Kotzen hat, dass man sagt, boah, ich kann diese Bude nicht mehr sehen, sondern ist alles glaube ich, so nach unserem Geschmack, wie wir uns das vorgestellt haben. Jeder Raum hat ja auch seinen eigenen Style und seinen Nutzen und ist nicht so, dass wir jetzt nur in der Küche oder ich jetzt nur im Wohnzimmer hier sitze und meine Zeit hier verbringe. Und sonst hat man noch ein paar andere Räume, die man nutzen kann. Das ist natürlich wichtig, wenn man 3 Kinder hat, 2 Katzen, dass man auch, wie hier im Hintergrund, einen Katzenbaum hat, dass die Kinder ein eigenes Zimmer haben. Das ist natürlich alles mit in der Planung. Ist anders, als wenn man Single ist, dann sind, glaube ich, Dinge ein bisschen anders. Aber mit Kindern sind die Planungen dann auch ein bisschen anders. Jeder hat so seinen Geschmack. Der Große ist 15. Der hat sein Zimmer so ein bisschen selber eingerichtet, die Tochter mit uns zusammen. Und ja, ist schon wichtig, dass man das gemeinsam macht, dass die Kinder sich auch wohlfühlen. So, da kommt man mit. Hier in den Essbereich, Esstisch, Hintergrund die Küche. Küche ist ja immer so das wichtigste Element im Haus, glaube ich, beim jeden. Hier ein schöner Bonsai von West Wing als Geschenk. Ihr habt ja gegoogelt, dass ich in Japan gespielt habe. Ja, und hier ist halt die Küche. Ich glaube, jeder erinnert sich an seine Kindheit, wie er groß geworden ist. In dem Fall meine Oma, die sehr gerne gekocht hat, zu Hause, die mich dann immer irgendwie gerufen hat. Durch Fenster, wo bist du? Komm, Mittagessen, komm, Abendessen. Und das war halt immer ein Highlight. Und diesen Geschmack hat man immer noch. Ich esse sehr gerne. Ich habe jetzt auch keinen Essensplan oder Wochenplan, sondern ich esse einfach, was mir schmeckt und achte schon ein bisschen drauf. Aber sonst denke ich, mache ich mir jetzt nicht so viel einen Kopf drüber, was so ist, auch wenn hier ein paar Früchte liegen. Vor allem die schönen Vasen, ne? Das ist halt, und die Teller dann in Blumenform. Wir lachen zwar drüber, aber dass die Accessoires auch wichtig sind, ne? Teller, ne, Qualität, Farben und so weiter. Das ist, glaube ich, auch wichtig in der Küche und dass man das auch präsentiert, dass das auch schön aussieht, gemütlich aussieht, dass es sortiert aussieht. Ja, ist so ein bisschen so ein Kinozimmer oder wie man das auch nennen möchte. Und einfach ein bisschen zum Relaxen, Filme schauen, vielleicht auch mal einfach mal chillen, liegen, Buch lesen oder sonst was. Und im Hintergrund sind ein paar Trophäen, die man gewonnen hat. Das Trikot hier, mit dem wir Weltmeister geworden sind. Das ist nicht der Original, das ist vom Bazar in Polen. Für die Kinder, ich glaube, sowas ist ein Highlight. Also ist ja quasi fast wie ein Wohnzimmer. Ne? Also man hat eine super gemütliche Couch, man kann nicht reinlegen, man hat ein Fernsehen. Das ist schön, mal als Familie hier zusammenzusitzen und das eine gemeinsame Zeit zu verbringen, weil die Zeit ist kurz, Kinder werden groß und darum ist es schön, wenn man hier gemeinsam die Zeit verbringen kann. Also ich kriege ja oft die Frage gestellt, wie war es, den Pokal in der Hand zu haben, wie ist es, Weltmeister zu sein oder wie ist es, wenn du Vater wirst? Also ich glaube, es ist immer schwierig, den Leuten so ein bisschen zu erzählen, wie so Gefühle sind, Eindrücke und so weiter. Das ist halt klar ist, wenn man als kleiner Junge auf der Straße spielt und immer im Fernsehen schaut, alle 4 Jahre gibt es eine WM und siehst immer irgendwelche Spieler mit dem Pokal anschließend jubeln und feiern. Und ein paar Jahrzehnte später hast du das Ding selber in der Hand. Ich glaube, als Sportler gibt es nichts Besseres und darum ist es mega, mega und aber ist jetzt nicht so, dass ich mit einem Tattoo auf der Stirn rumlaufe und sage allen, ich bin Weltmeister, sondern man ist stolz, aber das Leben geht ja weiter.
Und das hier im Hintergrund vom brasilianischen Ronaldo. Das war so meine wertvollste und bester Schnapper, muss ich sagen. Wir haben gegen Brasilien gespielt und dann bin ich nach dem Spiel mit meinem Trikot in die brasilianische Kabine gelaufen. Damals weiß ich nicht, wie ich war, Anfang 20 vielleicht. Und dann siehst du dann den ganzen Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho. Und Ronaldo war immer mein Idol in der Jugend und bin auf ihn zu. Trikot tauschen, kein Problem, Autogramm drauf geknallt. Und das ist schon ja, so das Wertvollste, was ich habe, weil man mit dem auch so eine gewisse Kindheit immer gehabt hat. Und ja, das muss ich irgendwo aufhängen. Und ja, da kommen noch einige Dinge dazu, die man irgendwo zu Hause findet. Ja, der Fußball wird immer einen Bestandteil haben in dem Leben. Und ja, Generationen, wo mein Papa, jetzt ich, vielleicht irgendwo mein Sohn, mal schauen. Ich habe auch in der Wohnung, wo wir gelebt haben, mit meinen Eltern Fußball gespielt. Dann ist auch irgendwie Glas kaputt gegangen, Sachen sind kaputt gegangen. Und warum soll ich das meinen Kindern verbieten? Also jeder ist mal Kind, jeder soll Dinge machen, die Spaß machen. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, er muss der nächste Podolski werden, sondern am Ende muss er oder die Kinder, die dann den Sport betreiben, selber wissen, was sie machen wollen. Wenn einer von sich aus den Spaß, den Ehrgeiz hat, dann soll er sein Ziel verfolgen. Das ist halt wichtig. Jetzt der Ball wird der Verkaufsschlager, sag euch, der Ball wird der Verkaufsschlager. Guck mal, es muss kein Dekokissen sein, das ist ein Fußball. Ich muss das ein bisschen deklarieren.